Willkommen zum heutigen Einladungsrennen, bei dem uns ein paar der weltbesten Fahrer eine Sondervorführung einiger ikonischer Sportwagen bieten werden. Ja, und erstmal willkommen zum Training eigentlich, aber wir beginnen natürlich mit der Herausforderung, die wir letztes Mal noch bekommen haben. Da aber mit dem letzten Patch es möglich ist, nochmal zum Office zurückzugehen, habe ich ja gesagt, das mache ich jetzt zum Training, weil nach dem Rennen, das ist, habe ich bei der letzten Herausforderung gemerkt, ist das nicht so gut. Also wir haben die Verfolgung genommen und zwar beende das Rennen auf dem ersten Platz. Deine Konkurrenten fahren langsamere Autos, dürfen aber jeweils früher starten. Überhole sie alle, ehe die vorgegebenen Runden absolviert wurden. So, wir haben das Auto, als Auto den 2004er Ferrari F 2004. Das ist der Ring von Amerika und drei Runden. Und das ist die kurze Strecke. So, also wir stehen hier und jetzt dürfen wir erstmal warten. Ich bin immer gespannt, wie lange. Komm schon. Oh, glaube ich, hätte noch höher drehen müssen und vor allem dann mehr Gas geben. Ja, also ich kenne weder die Strecke logischerweise noch das Auto. Aber ich merke jetzt schon, wie das sehr, sehr Verhältnis wegrutscht. Boah, meine Güte. Das wird ein ganz schönes Problem. Wie soll ich die denn kriegen? Die Runden habe ich drei. Im Moment habe ich mir damit zu kämpfen, das Auto auf der Strecke zu halten. Okay, das war jetzt so halbwegs okay, aber ich habe immer versucht, den Wagen nicht rausrutschen zu lassen. Ich komme deutlich näher. Okay, einen haben wir. Ich glaube, Ferrari Nummer 1. Aber ich kann natürlich jetzt nicht für jeden eine Runde brauchen. Komm schon, mehr. Ja, den haben wir zumindest. Aber das ist natürlich erst Platz 4. Das ist ja eigentlich eine normale Kurve, aber hat noch nicht so ganz drin, wie der kurze Kurs aussieht. Na gut, das wird nichts. Drei Leute sollen noch überholen in der letzten Runde. Und wenn ich sehe, wie weit die da vorne weggefahren sind. Davon bin ich weit entfernt. Oh. Soll ich denn hier jemanden überholen? Autsch, Treffer. Gut, dass die Autos hier nicht kaputt gehen. Lass mich vorbei. Ich hab doch keine Kollision verursacht. Ich doch nicht. Er hat mich nie vorbeigelassen. Mann. Ja. Also Platz 3, mehr war es, auch nicht mehr.
Und den auch nur mit Rempelei. Den nächsten sehe ich da zwar schon, aber das schaffe ich halt nicht mehr. Tja, schade. Das erste Event, was ich jetzt nicht geschafft habe. Ja, beende das Rennen auf dem ersten Platz. Das habe ich natürlich nicht geschafft und damit ist das Ganze gescheitert. Gut, dass das keine Ressourcenpunkte gibt. Ich habe das, glaube ich, an anderer Stelle mal anders gesagt. Naja, ich habe Punkte bekommen, obwohl ich es nicht geschafft habe. Wiederzusehen. Das Team ist jetzt bereit für die Entwicklung neuer Upgrades. Du kannst sie dir auf dem Laptop genauer ansehen. Wir reden später wieder. Vergiss nicht, mit deinen Ressourcenpunkten dein Auto und die Leiste weiterzuentwickeln. Yeah! Das war so der Wink mit dem Zaunpfahl, aber ich habe halt nicht genug Punkte. Und damit sage ich jetzt dann mal willkommen zum Ungarnring, weil ich zeig's einfach mal. Ich glaube, das habe ich aber letztes Mal schon gemacht. Ne, fehlen hat noch 47 Punkte. Ja, das habe ich letztes Mal gemacht, wenn wir gerade ein. Ich kann halt nicht weiterentwickeln. So, fertig. Ende aus. Wir gehen zum Training. Heute sind wir auf dem Ungaroring in Ungarn, einige Kilometer außerhalb von Budapest. Auf dieser 4,3 Kilometer langen Strecke gibt es einige enge Kurven, die schon für einige unvergessliche Rennen gesorgt haben. Hoffen wir, dass wir auch dieses Wochenende wieder viel Spektakel zu sehen bekommen. Ich bin wieder mit Stefan Römer vor Ort. Schön, dich zu sehen. Und ich möchte dich auch gleich fragen, wie diese Fahrer die Autos während des Trainings verbessern. Wie viel, denkst du, kennt man bereits durch Simulationen? Und wie viel Arbeit muss man schließlich noch mit den echten Wagen auf der echten Strecke reinstecken? Eine sehr gute Frage. Und ich glaube, es lässt sich leicht damit beantworten, dass man nie genug Informationen haben kann. Die größeren Teams haben sehr komplexe Simulationen und kluge Leute, die sozusagen im Hauptquartier mit den Zahlen spielen. Sie können dir allerdings nicht sagen, wie die Streckenbedingungen sein werden. Wie hoch wird die Temperatur sein und wie wird sich das alles auf die Reifen auswirken? Es gibt Millionen an Variablen, die für das Rennen an sich wichtig sind, doch der Computer kann das Auto den Bedürfnissen des Fahrers nie ganz anpassen. Irgendwann muss mal ein Mensch mit dem Ding fahren und alles so richtig spüren, weshalb die Fahrer unterschiedliche Einstellungen haben. Nichts ist besser als das Testfahren auf der Strecke. Wir haben einen schönen Tag beim ersten Training und die Streckenakklimatisierung wie immer ist das erste, woran ich mich versuche. Die Strecke ist noch ziemlich frei. Und oh, die erste Runde war so lala. Zu stark abgebremst. Und zwar einfach, weil ich die Kurven doch nicht so wirklich drin habe. Auch mit dem Setup natürlich noch nicht. Und man merkt schon, ich muss mich konzentrieren, deswegen reden fällt mir gerade schwer. Und da ist die Kurve weg. Ich finde die Strecke ja an sich gar nicht so schlecht. Sie ist halt ein bisschen arg eng. Was das Ganze immer so ein bisschen tricky macht, so gerade mit dem Rausbeschleunigen, weil man sehr oft auf dem Curbs ist. Und aber an sich finde ich das schon eine interessante Strecke. Es gibt halt auch so ein paar echt gefährliche Ecken, wie hier die Mauer zur Boxengasse. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Wenn du jetzt einen Beständigkeitsbonus und mehrere Kurven hintereinander meisterst. Also die erste haben wir schon mal. Und da ist die Mauer. Mein Flügel ist noch dran. Oh. Aber es zählt immerhin noch als grün.
Aber ich habe gerade so ein bisschen Probleme, um die Kurven zu kommen, weil mein Reifen dreckig war. Ja, immerhin. Nur Zeit verloren. Ach, was mache ich denn da? Und genau dieselbe Kurve und wieder so blöd angefahren, weil ich noch nicht so ganz raus habe, wie man das hier richtig timet. Nein! Oh, jetzt muss man zwei Kurven nicht erwischen. Ach so, Mist. Mal gucken, wie viele Punkte ich diesmal mitnehme, trotzdem. Oh. Oh, das zählt sogar noch. Ich hab gedacht, da wäre ich komplett dran vorbei gewesen. Ah, also da fehlen einige Punkte. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Obwohl, nee, das sind nur 20. Ich habe die letzten Punkte noch nicht drauf gerechnet. Erste Probe immerhin, diesmal wieder lila. Wow, ich habe die Kurve diesmal bekommen. Ist doch gar nicht schlecht. Okay, nochmal gut gegangen. Also die inneren Curbs merken gefährlich. Jetzt fahre ich aber komisch hier. Das kostet auch viele Punkte. Boah, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen befreit, aber den Mittelteil bin ich echt komisch rumgeeiert. Reicht nicht, oder? Es sind zu viele Grüne. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Gehen zur Garage zurück. Nehmen wir uns die Daten an. Na gut, dann muss ich das nochmal nachschieben. Aber da ist auf jeden Fall das Perfekte drin. Diesmal schiebe ich das, die Strategie direkt hinterher. Zwar einmal, weil ich die weißen Reifen habe noch und zum zweiten, weil ich mir nicht so richtig sicher fühle auf der Strecke, also kann ich hier schnell fahren, muss nicht auf Sprit achten, nicht auf die Reifen achten, sondern kann mich noch ein bisschen an die Strecke rantasten. Deswegen habe ich jetzt vorgezogen. Und das dritte ist, ich habe auch die Teamaufgaben immer wieder, besondere Strategie oder wie auch immer, dass man das halt mit zwei verschiedenen Reifen machen muss. Und deswegen ziehe ich das jetzt erstmal vor, dann habe ich den Reifensatz schon mal weg. Habe mal einen Drift ausprobiert, weil ich wieder innen reingekommen bin. Also diese Brille da, die ist echt nicht ohne. Die kostet auch sehr viel Zeit und man sieht, wie ich dann danach wieder Zeit rausgeholt habe und jetzt habe ich wieder Zeit verloren. Pendelt ganz schön. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es mir halt noch nicht so wirklich liegt. Wenn ich so richtig rausgefunden habe, wie man die Runde wirklich gut fährt. Aber zumindest die erste haben wir. Bin ich leider beim Rausbeschleunigen ein bisschen zu sehr aufs Gas gegangen, deswegen musste ich nochmal runter. Das war so gar nicht so schlecht, war auf jeden Fall schon besser gemacht als vorher.
Also dieser Innenabweiser, der gefällt mir gar nicht. Auch dieser Hubbel ist so eine schöne Sprungschanze. Das ist halt insgesamt eine sehr enge Strecke, wie ich ja schon am Anfang sagte. Bietet viele Möglichkeiten, sich da rauszukatapultieren. Oh nein. Da habe ich gerade Zeit verschenkt, so ordentlich. Dieser weiße Fall, da macht mich langsam aber sicher nervös. Reifenstand auch. Naja, gut. Fast eine Sekunde drüber, das passt. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Ich sollte vielleicht erst um die Kurve fahren und dann auf DRS drücken. Da habe ich auch nicht so ein Problem, ne? Gucken, wie der Vettel das so löst. Oh, diesmal habe ich die Kurve richtig gut genommen. War jetzt auch deutlich besser. Versucht so ein bisschen den Vettel zu kopieren. Oh nein, da hier hat es gar nicht geklappt. Was mir nicht so wirklich gut gelingt, aber der wird gerade aufgehalten, deswegen kann ich ja noch ein bisschen zugucken. Wenn ich es noch nicht gesagt habe, den Schwierigkeitsgrad habe ich aber noch nicht angepasst. Wollte ich noch tun, habe ich aber ehrlich gesagt diesmal vergessen. Oh, das ist eine deutlich bessere Zeit. Okay, wenn sein Funkspruch schon abgebrochen ist, dann breche ich das hier auch ab und gucke das nächste Trainingsprogramm mal an. Jetzt versuche ich noch mich noch an dem Benzin sparen. Das Reifenmanagement hat nicht so gut funktioniert, aber ich hatte den Eindruck, dass ich durchaus Benzin gespart hatte. Nur ja, wie gesagt, das mit dem Reifenumgang und gleichzeitig schnell genug sein, das hat halt nicht so wirklich gut funktioniert. Achso, ich wollte ja in den Lila-Bereich kommen. Ups. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. So, jetzt habe ich es wieder ein bisschen sacken lassen. So, das passt von der Zeit. Kommt doch relativ gut, wo man einfach nur rollen lässt. Okay, am Anfang muss ich ein bisschen mehr noch sparen. Dann wird das was. Das war eine akzeptable Runde, aber du schaffst definitiv mehr, wenn du daran arbeitest. Ich muss sowieso rollen lassen, um Ocon vorbeizulassen. Ich hab's aber. So, das habe ich nochmal ausgemacht. Ah, das ist jetzt blöd mit Ocon. Der. Wo bremst denn der schon? Ein bisschen rausgenommen. Aber jetzt habe ich halt ein Zeitenproblem. Mal gucken, ob ich das nochmal reinkriege. Zum Glück muss ich jetzt nicht auf die Reifen achten.
uns die Zeit noch holen. Da ist das Ganze wieder im Grünen. Aber jetzt, das reicht dicke. Okay, optimalen Benzinverbrauch haben wir schon mal geschafft. Ein weiterer Versuch, die Akklimatisierung zu schaffen. Und das Entscheidende ist dabei ja eigentlich, das war ja schon fast in trockenen Tüchern. Hab dann so kleinere Fehler gemacht und mir fehlten 20 Punkte, glaube ich, oder 10 Punkte. 20 Punkte waren es. Jetzt habe ich zum Beispiel das hier vorne schon komplett in Lila. Das habe ich vorhin so nicht hingekriegt. Ich habe halt jetzt einige Trainingsprogramme abgeschlossen. Kenne die Strecke mittlerweile besser. Das sieht auch schon deutlich geschmeidiger aus als vorher. Und damit sollte das auch klappen, wenn ich ihn jetzt keine mehr auslasse, wo ihr merkt. Aber das war knapp. Das hätte auch wieder mal ein rotes Tor bedeuten können. Aber jetzt. Klasse, du hast die Strecke so gut wie gemeistert. Das ist eine sehr starke Grundlage für das Wochenende. Ja, das freut mich doch. Und damit habe ich so das für den ersten Trainingstag, glaube ich, auch alles schon erledigt. Und der Blick auf die Ressourcenpunkte. Man sieht schon, eigentlich hat es sehr gut funktioniert. Das Einzige, was so gar nicht funktioniert hat, das war das Reifenmanagement. Und Qualifying Tempo habe ich nämlich natürlich noch nicht dran getraut. Aber die Ressourcenpunkte sind schon sehr schön. Mal gucken, ob dann nochmal ein Ressourcengewinn drin ist oder ob ich am Ende den Wagen dann verbessere. Gehen wir erstmal zum zweiten Trainingstag. Das ist wieder das Reifenmanagement. Das ist schon der zweite Versuch an diesem Trainingstag. Bisher ist es nicht so richtig gut gelaufen. Das war jetzt okay. Oh, diesmal habe ich hier gar nicht so viel gebraucht. Erstaunlich. Okay, in diesem auch die Schikane okay gewesen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, mal sehen, was die Zeit gleich sagt. Die sagt nämlich hier normalerweise, nee, das passt nicht. Aber diesmal. Das Trainingsprogramm ist vorbei. Brauchen wir nicht fürs Erste. Diesmal hat's gepasst. Ich musste tatsächlich eine alternative Linie fahren. Das Qualifying-Tempo ist das nächste und letzte Programmteil, der mir noch fehlt. Deswegen versuche ich jetzt auf jeden Fall am zweiten Trainingstag, wenn sie mich dann vorbeilassen. Ericsson und Konsorten. Also das wird auf jeden Fall nicht reichen für perfekt, aber vielleicht ja schon mal für Erfolg. Okay, für den ersten schnellen Sektor hat es schon mal gereicht.
Ja, auch der zweite Sektor ist schon durch. Und insgesamt? Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Wir haben genügend brauchbare Daten. Kehre bei der nächsten Gelegenheit in die Box zurück. Dann sehen wir uns das mal an. Haben wir auch das schon abgeschlossen? 13. Platz angeblich, interessant. Vor allem, wenn ich überlege, dass ich beim letzten Grand Prix, glaube ich, 2 Sekunden schneller sein musste. Der Blick auf die Ressourcenpunkte zeigt schon, eigentlich bin ich jetzt mit allem durch. Ich habe alles auf perfekt stehen, so sollte es auch sein. Dritter Trainingstag werde ich aber nochmal rausfahren, nur um den Erfolg der Teilnahme zu haben. Kleiner Funfact am Rande. Ich hatte gerade das Ganze auf Platz 7 abgeschlossen, aber ich habe da dann auch auf Vorspulen gedrückt. Und was macht Jeff? Er reibt mir noch in die Nase. Wir sind 20. in der Tempo-Zeitnahme. Ja, danke. Die letzten Punkte für diese Trainingssession, ja, wie ich schon sagte, ich fahre mal kurz raus, um die Punkte noch mitzunehmen. Hab mir noch eine Strafe eingefangen, aber zumindest für aufgerechnet passt das Ganze dann wieder. 999 Ressourcenpunkte habe ich. Gut, wie gesagt, das werden wir uns nachher angucken, aber erstmal Voicemail. Hallo, Emma hier. Deine Ziele fürs Qualifying wurden heute in der Sitzung besprochen. Folgendes. Ich muss wieder nur 17. werden. Und Ericsson schlagen, also das Übliche, es ändert sich eigentlich nichts. Und sonst haben wir auch nichts groß zu tun. Na gut, wie gesagt, wir könnten das hier ausbessern, aber wir bräuchten da 1200, um nochmal 100 runterzukommen. Und dann ginge das doch sehr viel schneller. Danach sind es dann nochmal 1400, das wäre dann wirklich ein zu großer Sprung, aber wir sind halt so knapp davor. Deswegen möchte ich bis zum Ende des Rennens warten, um zu sehen, wie viel ich dann wirklich zur Verfügung habe. Dann entscheide ich das endgültig. Und bis dahin sage ich dann erstmal, wir sind fertig mit dem Training und gehen zum Qualifying. Bis dahin erstmal, ciao.